Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Der Fotospaziergang führt uns heute in der Hochburg der damaligen Fotoindustrie nach Dresden. Hier habe ich die Kamera Verax 9x12. Ungar und Hoffmann. Das Einzige, was wir wissen, ist das Gründungsjahr 1878. Viel mehr ist leider nicht bekannt. Der Standort Dresden war sehr gut gewählt, weil dort war eine dichte Konzentration an Kameraherstellern. In der Gründungsphase der Firma wurde zuerst nur Fotopapier und Fotoplatten produziert, aber der große Erfolg veranlasste die Firma auch einmal Richtung Kameraproduktion. Es wurden Kameras produziert für das Großformat und später wurde das Programm auch erweitert einmal mit Dia- oder Projektionsgeräte. Es gab eine riesengroße Menge an Projektoren für alle Formate und etwa um 1903 wurde der Name Verax nicht nur für das Fotopapier, sondern auch für die Kameras, für die Projektoren und auch für die Objektive eingeführt. Ungar und Hoffmann war das einzige Fabrik in Deutschland, der fotochemische und fototechnische Produkte erzeugte. Um die Jahrhundertwende wurde auch der Apollo Verlag eingegliedert und so konnte man auch Foto- und Dia-Serien für Schulen, für Institutionen nicht nur verkaufen, sondern auch verleihen. Die Firma warb mit dem Slogan Projektion für alle und so bat etwa 100 Serien mit 100.000 Bilder als fertige Projektionsvorträge für alle Sparten der Bildung und Wissenschaft. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu unserem Fotoapparat. Die Kameraproduktion wurde etwa um 1950 eingestellt und der Betrieb wurde 1957 zuerst in einen volkseigenen Betrieb Fotopapier Dresden umbenannt. Aber hier geht es jetzt einmal um die Kamera Verax. Das ist eine Plattenkamera, das heißt eine Springlaufkamera. So. Die Kamera Verax wurde 1920 gebaut. Das Format ist 9x12 cm für Glasplatten und der Spring- und Laufkamera ist auf einfachen Auszug. Die Optik Verax ist 135 mm und hat eine Verschlussgeschwindigkeit von 1/100 Sekunde. Durch diese U-Bügel kann man die Optik links, rechts, hoch und nieder einstellen. So kann man gewisse optische oder Aufnahmeverbesserungen einstellen. Die Kamera hat zwei Sucher. Das heißt, der Brillanzsucher kann einmal umgelegt, damit man Queraufnahmen macht oder Hochaufnahmen. Das Gehäuse ist aus Holz und aus Metall. Die Rückseite der Kamera ist natürlich auch für die Mattscheibe, für die Einstellung. Und so hat man eine großzügige und Möglichkeit, die Kamera, das ganze Bildfeld zu erfassen. Das ist die Kamera Verax. Und die Kamera wurde in Österreich gekauft und damals von den größten damaligen Fotogeräte oder Händler für optische Geräte von Heinrich Feitzinger in Wien. Das ist die Verax-Kamera und
Glasplatten. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.